Auf Streife mit Zivilfahndern in Hamburg-Billstedt, ein Arbeiterstadtteil. Der bürgerliche Mittelstand ist in den 70er Jahren weggezogen. Hier wirst du als Hartz IV geboren. Das hört man oft, wenn man draußen fragt nach den Startbedingungen für Kinder und Jugendliche. Diese haben die Zivilfahnder besonders im Blick. Auch in der Hochhaussiedlung Mümmelmannsberg. Ja, und das ist ja auch so ein Gebiet, hier blüht der Drogenhandel. Wenn man sich immer so den Spaß macht, wenn man die Fahrzeuge anschaut, die herumfahren, wie viele junge Menschen diese hochwertigen Fahrzeuge fahren, muss man sich dann natürlich fragen, wie kommt so etwas zustande? Wie schafft man sowas? Messerstechereien, Erpressung und Raub kommen in ihrem Stadtteil täglich vor, sagen die Zivilfahnder. Deshalb kontrollieren sie regelmäßig Personen, die ihnen verdächtig erscheinen. Besonders Jugendliche. Hauptkommissar Tegtmeier sucht nach verbotenen Gegenständen, wie es im Amtsdeutsch heißt. Ein Silvesterböller. Ungewöhnlich, aber legal. Das ist nagelneu. Das ist nagelneu ätzend. Und das Messer? Verstoß gegen das Waffengesetz. Ja, aber ist das nicht, wenn das... Das nennt sich Einhandmesser. Einmal umdrehen, bitte. Das ist erstmal... Aber das ist doch kein Stechermesser. Gut. Das ist ein Handy, oder? Ja. Das, was du mit einer Hand öffnen kannst, ist ein Messer. Das wird heute gerade gekauft. Gucken Sie mal, wie neu das ist. Da braucht kein Nupsi drin sein. Da ist so ein Loch, da kannst du den Daumen reinstecken. Aber gucken Sie mal, wie neu das ist. Ich habe das heute gerade gekauft. Ja, jetzt ist es weg. Ja, geil, Mann. Das ist übrigens interessant. Das ist eins der Sachen, die wir eben halt sehr oft haben, die eingesetzt werden gegen andere Menschen, bei Raubtaten, bei gefährlichen Körperverletzungen, bis hin zu Tötungsdelikten. Diese kleinen Dinger hier im Nierenbereich, oftmals auch tödlich. Mit Widerhaken, ne? Mit Widerhaken, absolut widerwärtig. Und alt und abgenutzt, also das ist nicht neu, wie er gerade gesagt. Der junge Mann hat ihnen erzählt, er habe das Messer nur für seine Sammlung gekauft. Die Personalienüberprüfung ergibt, wegen einschlägiger Vorstrafen durfte er gar kein Messer dabei haben. Schon gar nicht in dieser Gegend. Hier ist viel Schlägereien, viel Messerstechereien. Viele verrückte Leute hier, ne? Was soll ich sagen? Einige der Zivilfahnder dürfen nicht erkannt werden. Kai Tegtmeier schon. Den kennt hier eh jeder. Kriegst du das nicht mehr zurück? Nein, das kriegst du nicht mehr zurück. Nicht mehr? Nein. Und darfst auch noch Strafe zahlen mit dich erst? Nichts. Dann gehe ich lieber 2 Wochen in den Knast, ey. Ehrlich. Staat kriegt Schwanz von mir. Schwanz. Schwanz auf den Tisch. Bam, Digga, das kriegen die von mir. Dieser Umgangston ist hier nicht ungewöhnlich, sagen die Polizisten. So wie das Messer. Für dieses schreiben sie später eine Strafanzeige. Termin bei der Zentraldirektion 66. Diese Dienststelle betreut sogenannte Intensivtäter. Jugendliche, die in kürzester Zeit mehrere Gewaltdelikte begangen haben. Jeder Sachbearbeiter kümmert sich persönlich um ein gutes Dutzend Intensivtäter. In Hamburg gibt es 675 davon. Familie, Freunde, Umfeld. Über alles wissen sie hier Bescheid. Die jungen Täter sollen schnell zur Rechenschaft gezogen werden. Wir haben mal wieder ein aktuelles Problem in Billstedt. Diese roten Nadeln, da steht jeder Kopf für eine Gewaltstraftat. Schwerpunkt? Raub und Körperverletzung. Raub und gefährliche Körperverletzung haben wir hier erfasst. Also ich meine, das sind hier jetzt schon 20, 30 Taten und das soll nicht mehr werden. Sieht gewaltig aus. Ja. Wie gewaltig oder gewalttätig die Jungs sind, es gibt da 2 Videos, könnt ihr euch mal anschauen. Das sind auch unsere Intensivtäter. Das ist eine Überwachungskamera aus der U-Bahn, erst kürzlich. In der Mitte erkennt man ein 17-jähriger Intensivtäter. Es geht hier um eine Nichtigkeit, um ein offenes Fenster. Es kommt zu einer Streitigkeit, Gerangel. Der Haupttäter kommt zu Fall, steht jetzt wieder auf und jetzt sieht man ganz klar, er stellt sich zurück in den Hintergrund und zieht erstmal ganz in Ruhe ein Messer hervor. Gut, und man sieht vorne ist großes Gerangel zwischen den Personen und er geht jetzt dazu und sticht eine andere Person, die eigentlich nur schlichten möchte, auch noch von hinten, sticht da einfach zu. Wer ist da jetzt der Geschädigte? Er hier bekommt das Messer. Ah ja. Den Messerstecher hat die Polizei gefasst. Doch seine Kumpels müssen die Zivilfahnder jetzt finden. Denn diese Gang könnte auch für die neue Raubserie in Billstedt verantwortlich sein, sagen die Ermittler. Einige der Jugendlichen kennt die Polizei aber noch nicht. Wie beim Puzzlespiel müssen sie fehlende Teile suchen und zusammenfügen. Per Funk wurden verdächtige Personen gemeldet am Kinderspielplatz.
Hauptkommissar Tegmeier muss seine Kollegen unterstützen. Auch die Ermittler der ZD66 hören sich hier schon um. Die Personengruppe, das sind ehemalige Intensivtäter, aktuelle und zukünftige. Und da laufen auch einige Sachen, aber zu den Verfahren kann ich im Moment nichts sagen, weil das noch anhängig ist. Also genau die Zielgruppe, weshalb auch dieser Einsatz gemacht wird. Und okay. Hast du einen Ausweis dabei? Ja oder nein? Ja, haben wir. Gut, darf ich mal in die Taschen gucken? Ja. Irgendwas Verbotenes dabei? Du gibst mir jetzt deine Daten. Zum Beispiel Mariana oder so. Brauchst du mal deine Adresse? Da kannst du schon mal überlegen, wo du wohnst. Ich muss bei ihm gucken. Kein Problem. Und anschließend guck ich mal, was du dabei hast. Aber warum jetzt? Kann man die Hand nehmen? Mach mal auf die Jacke. Nein, du weißt, Digga. So, Emre, wir müssen geboren. 25.09.95. Das geklaute Handy, das ist schon weg, oder was sollte das Emre heißen? Ja, das ist schon weg. Ja gut, dann haben wir jetzt hier von der ZD66 Leute da, und dann können wir das ja gleich klären. Oh, das war ein Spaß, Mann. Nee, das war kein Spaß, weil jetzt wirklich so viele Handys wegkommen. Deswegen sind ja auch diese Überprüfungen hier. Und wir finden das auch gar nicht so witzig. Ernsthaft nicht. Ja, dann müssen Sie Grenzen setzen an den Jugendlichen, ne? Ja, genau, da bin ich gerade bei. Ja, also wenn du das schon selber erkennst, dass man Grenzen setzen sollte, ja, dann erzähl mir, wie das funktioniert. Also das würde mich jetzt wirklich interessieren. Ja, einfach Kindern Jobs, also wie zum Beispiel mehr Arbeitsstellen oder so. Du gehst nicht mehr zur Schule? Nein. Und was würdest du arbeiten wollen? Ja, Kaufmann oder so. Kaufmann? Dann kannst du dir vorstellen, wenn du mit Eigentumsdelikten in Erscheinung getreten bist, dass das schwierig ist, dann Kaufmann zu werden? Ja, aber die gehen doch nach 5 Jahren weg. Nee. Wer geht nach 5 Jahren weg? Irrtum. Wenn du so weitermachst, da wird geht überhaupt nichts weg. Ja, ganz im Gegenteil. Irgendwann geht es ins Führungszeugnis und dann wird das richtig schwer. Dann kannst du auch knicken, irgendwo mal einen Aushilfsjob zu kriegen, halt, weil selbst da musst du mittlerweile für ein Führungszeugnis vorlegen. Na, ich denke, das liegt einfach an dir halt. Der Junge erzählt, er habe sich um Aushilfsjobs im Supermarkt bemüht. Ich schicke einen immer weiter. Vor allem so einen Weg, guck mal, ich bin Kanak, die sagen, nee, wir haben schon welche oder nein, das ist schon voll und so. Ich war schon bestimmt in 20 oder 30 Filialen und hab danach gefragt. Dann kriegen wir halt da kein Cash, dann machen wir halt uns anders so, ne? Bist du kein Bushida? Nein. Und was machst du hier? Er ist ein Bushida, ich hab meinen Kollegen abgeholt. Bist du Intensivtäter? Nein. Die Kollegen haben etwas gefunden. Oh, Butterfly. Das ist ein verbotener Gegenstand. Das darfst du gar nicht haben? Ich weiß. Das weißt du, warum hast du's? Ja. Jetzt mal ohne Scheiß, wozu brauchst du das? Ich brauch das gar nicht. Und warum hast du das mit? Ja, ich hab das ist eigentlich immer in meiner Tasche gewesen. Immer? Ja. Schon seit Jahren, oder? Und noch nie rausgeholt? Ja. Die Klingel ist auch schief, die geht nicht auf. Ja, ich merk das schon, aber trotzdem hast du ja hier so einen kleinen Käsepieker dabei. Ja, ich benutze das nicht. Benutz das nicht? Nein, danke. Vor allem denkt ihr gerade an die falschen Leute, zückt das Messer und die zücken eine Knarre, weil die noch besser ausgerüstet sind als ihr. Ne? Ist auch ein bisschen schlecht. Gut, wie gesagt, deine Mutter oder du, ihr kriegt sowieso Post, deswegen, das Ding ist weg, ja, wird vernichtet. Ja. Beide amtsbekannt. Intensivtäter. Er ist ZD64. Genau, West. Und der andere ist noch kein Intensivtäter, aber kurz davor, glaube ich, ne? Also von seinem Werdegang her und dann noch das verbotene Messer dabei. So überprüfen die Fahnder nach und nach Dutzende Jugendliche, um herauszufinden, wer in Bild steht, mit wem unterwegs ist und wer was dabei hat. Messer werden hier häufig eingesetzt, berichten sie, um andere zu erpressen. Beim Anblick der Klinge rücken die Opfer dann Bargeld raus, das Handy oder den MP3-Player. Meistens soll es sich dabei um Beschaffungskriminalität handeln. Nächster Fall, nächste Überprüfung. In diesem Geschäft suchen die Fahnder die Beute aus einem Raubüberfall. Ein Handy. Jeder, der hier sowas zu Geld machen will, muss eine Kopie seines Ausweises hinterlegen. Ist das nach Datum sortiert, oder? Nee, ja, nach Datum. Das ist es. Das ist es. 9790? Genau, das ist es. 9800. RCY. Aber das ist ja auch. Das ist er auf jeden Fall. Also im Rahmen der Vernehmung wurde von dem Täter selbst ausgesagt, dass er das Raubgut hier untergebracht hat, dass er dafür auch Geld bekommen hat.
hat das hier umgesetzt und die Überprüfung hat eben halt ergeben, dass tatsächlich dieses Handy hier liegt und das ist natürlich für einen Beweis vor Gericht ideal. Das geklaute Gerät lag schon in der Verkaufsvitrine. Ein gebrauchtes Handy geben jugendliche Täter schnell in solchen Geschäften ab, sagen die Ermittler, für 10, 20, 30 Euro und kaufen dafür Marihuana, der Stoff, um den sich hier so vieles dreht. Nächster Einsatz. Die Zivilfahnder sollen von hier einen Intensivtäter abholen, 17 Jahre alt. In dieser Asylbewerberunterkunft hat die Stadt 700 Menschen untergebracht, viele aus dem ehemaligen Jugoslawien. Der gesuchte Junge lebt hier mit seinen Eltern und drei Brüdern in einer Zwei-Zimmer-Wohnung. Der 17-Jährige hätte schon vor 2 Wochen im Jugendarrest erscheinen sollen, freiwillig. Doch er kam nicht. Guten Tag, die Polizei. Hallo. Hallo. Wir sind's wieder. In der Wohnung wird geredet und diskutiert. Fast 20 Minuten lang. Oh, der mit Fernsehen. Nee, die ganze Show, ich fand das schlecht hier. Weißt du, wisst ihr das? Die Eltern sollen erst behauptet haben, der Junge sei nicht da. Dann hätten sie den Jungen als einen seiner Brüder ausgegeben. Hat jetzt hier eben seine Personalien verweigert. Zwischenzeitlich wissen wir aber, dass er doch derjenige ist, den wir suchen. Ja, und er wird jetzt erst zur Wache gebracht und im Anschluss daran bringen wir ihn nach Hannover Sand. Hannover Sand ist eine Halbinsel in der Elbe. Dort kommt er in den Jugendarrest. Mit 13 hat er angefangen. Laut Akte 41 Taten verübt. Nee. Eine Jugend geprägt von Flucht und Aufwachsen im Asylbewerberheim. Ja. Gesellschaftlich betrachtet kann man da ganz deutlich sagen, der eine hat Chancen im Leben, der andere nicht. Und das zeichnet sich schon recht früh im Leben ab. Also hier wäre schon eine sehr intensive Betreuung erforderlich, um denen überhaupt eine Chance zukommen zu lassen. Die Polizisten werden gut eine Stunde Fahrzeit brauchen, bis sie den Jungen am westlichsten Zipfel Hamburgs abliefern. Der Jugendarrest ist die Vorstufe zur Jugendhaft. Maximal 4 Wochen verbringen die 14- bis 21-Jährigen hier, quasi als letzte Warnung. Timo, legst du los? Ja. Oh mein Gott. Gehst du füttern? Natürlich gehe ich füttern. Marcel muss 3 Wochen hier bleiben. Timo 4. Beide haben sich für die Katzenpflege gemeldet, ein Erziehungsprojekt. Das heißt, 2-mal täglich die Fressnäpfe säubern, Essen zubereiten, Tiere füttern, Verantwortung übernehmen. Da geht's wirklich gut. Immer unter Beobachtung der Sozialpädagogin. Timo ist hier, weil er mit seiner Clique im Vollsuff mehrere Autospiegel abgetreten hat. Für das Katzenprojekt hier musste er sich schriftlich bewerben. Man kann zeigen, so, dass man nicht nur Scheiße baut. Und hier sieht man auch, sich zeigen kann, dass man anders sein kann, lieb sein kann. Und nicht immer so ein auf aggressiv draußen auf der Straße mit so, jedem immer anmucken. Das ist das Konzept. Die Jungs zum Nachdenken bringen. Marcel wird laut Polizeiakte als Intensivtäter geführt. Im Streit hat er ein Mädchen mit einem Messer verletzt oder angestochen, wie er es nennt. Und ihr gedroht, alle Finger abzuschneiden. Er ist jetzt 16. Mit Kiffen habe ich regelmäßig mit 12 angefangen. Ausprobiert habe ich es aber schon mit 9 Jahren. Mit 9? Ja, aber das kam damals durch meinen Erzeuger so gesagt. Also weil ich war damals immer zu Besuch bei meinem Papa. Und der hat halt auch gekifft und da meinte er, ja, willst du nicht auch mal ziehen? Und ja, das ist halt damals ein bisschen komisch gewesen. So. Also ich selber als Vater würde meinem Sohn niemals was zu kiffen geben mit 9 Jahren. Also unverständlich auf jeden Fall. Marcel sagt, er bereue seine Tat. Er und Timo kümmern sich jetzt seit einer Woche um die Katzen. Nicht immer die ganze Zeit draußen Scheiße bauen. Mal mit Familie auf dem Meer was machen. Man kommt ja auf Gedanken drin. Wo drin kommt man auf Gedanken? Da die ganze Zeit eingesperrt. Da denkt man so viel nach, was man alles draußen falsch gemacht hat, was man richtig machen kann.
Die Pädagogin arbeitet seit 8 Jahren mit Jugendlichen im Arrest. Sie sagt, sie weiß, wie sie die Reumütigkeit der Jungs zu werten habe. Ein Teil ist mit Sicherheit gespielt, aber ein Teil, der Kern ist vorhanden. Das denke ich ganz sicher. Wenn es nicht denken würde, könnte ich hier nicht arbeiten. Dann wäre ja das, was wir machen, umsonst. Dann können wir sie auch wegsperren, die Türen zumachen und sagen, denkt drüber nach, was ihr gemacht habt. In 4 Wochen kommt ihr wieder raus. Und das kann es nicht sein. Wenn wir nicht an die Seelen glauben oder dass wir sie wieder wecken können, dann wird das nichts. Den Jungen aus dem Asylbewerberheim haben die Zivilfahnder gerade abgeliefert. Hallo, Herr Schmidt. Hallo, Herr Tietmeier. Ja, Herr Schmidt, hallo. Hey, war nicht. Wie geht's? Gut. Ja, uns geht's gut. Wir sind gerade mal hergekommen. Ja, Sie haben einen gebracht. Ja, genau. Ja. Und hatte nur gesehen auf der Liste, dass Anthony hier ist. Gibt's ja, die Möglichkeit, stimmt. Dass ich mal guten Tag sag, oder? Ja, klar. Gehen wir mal hin. Anthony ist quasi ein alter Bekannter aus Billstedt. Hauptkommissar Tegtmeier erzählt, er habe ihn mehrfach wegen Metalldiebstahls festgenommen. Wenn er nach Hannover Sand kommt, schaue er häufiger nach seinen Pappenheimern. Wie geht's? Ja, ganz den Umständen entsprechend eigentlich ganz gut. Wie lange bist du hier? 2 Wochen. 2 Wochen? Ja. Und wann bist du hierher gekommen? Ja, Montag. Montag? Ja. Mal was gehört? Wer im Moment Metall klaut? Im Moment werden die ganzen Einkaufswagen geklaut, zuhauf. Nee, sowas kenne ich nicht, so eine Leute. Schade. Hätte ich gerne eine Spur gehabt. Nee, von mir nicht. Also ich weiß darüber nichts leider. Klar. Okay, ich wünsche dir was, ne? Na gut, tschüss. Schönen Tag noch. Tschüss. Bis dann. Unterdessen beginnt nebenan eine Drogenberatung. Nacheinander reden, ausreden lassen. Okay, dem anderen zuhören. Und wir fangen jetzt an, nämlich genau mit der Frage, wie wir sie eben besprochen haben. Da würde ich wirklich gerne wissen, was ihr dazu meint, nämlich, warum kiffen denn Jugendliche überhaupt? Also ich würde mal so sagen, Gruppenzwang. Also man sieht ja, also man sieht seine Kollegen ja, einige Kollegen fangen ja an und man sieht andere Kollegen ja kiffen und dann denkt man sich, ja, man kann das ja auch mal ausprobieren und so. Und dann probiert man natürlich einen Zug und dann möchte man natürlich irgendwo dann auch mehr probieren. Wo wird's gefährlich? Wo ist es nicht mehr Konsum? Zum Beispiel ich konsumiere, also wenn ich jetzt draußen wäre, hätte ich jetzt bestimmt schon 2 bis 2,5 Gramm geraucht. Mhm. Das kostet dich dann was? 20 Euro. Mhm. Und der Tag ist ja noch ein bisschen lang heute. Mhm. Was glaubt ihr denn, wie Menschen, wenn sie denn dann so viel kiffen, wie die das finanzieren? Fangen das Dealen an, also, ne? Ja. Das ist ja logisch, oder? Ja. Beschaffungskriminalität auch. Was? Abziehen von Leuten. Einbrüche. Klauen. Früher, sagt die Polizei, hatte Marihuana einen Wirkstoffgehalt von ca. 3%. Durch Genmanipulation und Züchtungen beträgt dieser THC-Gehalt heute bis zu 20%. Abhängigkeit ist dominiert, dass sich mehr und mehr das um das Rauschmittel oder um das, wovon du abhängig bist, dreht. Das beherrscht dich sowieso. Das beherrscht dich. Also so gesagt, die Droge beherrscht einen und nicht jemand die Droge. Also und das gehört auch, glaube ich, zur Abhängigkeit. Genau. Und Konsum ist, wenn man die Droge beherrscht und Abhängigkeit ist, wenn die Droge dich beherrscht. Cool. Das meinte ich so damit, mit was weiß ich, nicht mehr zur Schule gehen, ne? Morgens, der Tag wird strukturlos, nicht mehr aufstehen. Man hat nur noch Freunde, die kiffen. Ja? Die anderen Freunde sagen schon, ey, ich finde, du kiffst zu viel und die schießt man immer schnell ab, weil die könnten ja die Wahrheit sagen, will man nicht unbedingt hören. Und hat gut funktioniert. Wunderbar funktioniert. Für die Drogenberatung im Arrest bekommt sie kein Honorar. Sie macht das hier kostenlos, alle paar Wochen. Der Stadt fehlt das Geld. Nach ihrer Zeit im Arrest gehen viele Jugendliche weiter zu der Trainerin. Ellen Friedrich arbeitet für einen Jugendhilfeverein und vermittelt Drogen- und Schuldenberater. Sie versucht, die Kids zu motivieren, Schulabschluss nachholen, Ausbildungsplatz suchen. Ich habe nicht unbedingt wenig Jugendliche, die mir sagen, was soll ich denn eine Berufsausbildung machen? 300 Euro im Monat Ausbildungsgehalt, das mache ich am Tag.
zweimal am Tag mit Dealen. Ja? Und die sehen das von ihren, teilweise von den Vätern, von Verwandten. Klar, irgendwo kommen die auch her, die dicken Autos. Normalerweise müssten die Jugendlichen im Arrest auch an Sozialkompetenz- und Opfer-Empathietraining teilnehmen. Doch das findet nicht statt. Alle Behörden finden es gut, hat der Vollzugsleiter berichtet, aber keiner will es bezahlen. Die Rückfallquote der Arrestinsassen beträgt 60%. Kommissar Tegmeier ist wieder auf Streife. Na Robert, wen sehe ich denn da? Wie geht's? Oh, einigermaßen. Wie geht's Ihnen? Mir geht's gut. Ja. Papiere dabei? Ja, habe ich dabei. Kann ich mal sehen? Ja, natürlich. Können Sie gerne sehen. Früher war Robert Stammkunde bei Hauptkommissar Tegmeier, hat reihenweise Motorroller geklaut, Autoradios und Navigationssysteme. Einmal die Fotokopie von ihm. Der 50er? Ja. Wie geht's dir so insgesamt? Ich hatte lange nichts mehr mit der Polizei zu tun gehabt. Es war jetzt das letzte Mal vor 2 Jahren, dass ich mal in Hannover Sand war. Und einigermaßen geht's mir ganz gut. Ja. Schule? Schule läuft einigermaßen so halt. Hab noch manche Fehlstunden hier und da, muss mich noch ein bisschen rechnen bemühen, aber einigermaßen geht das schon. Jo. Hier soweit alles in Ordnung. Freut mich, dass es im Moment so gut läuft mit dir. Man wird älter, man kann nicht immer dasselbe machen. Man mit 50 immer noch Navis, Autoradios klauen gehen. Irgendwann muss man ja realistisch bleiben, muss sich eine Arbeit suchen, will man eine Familie aufbauen. Halt was machen aus seinem Leben. Vielleicht sehen wir uns ja nochmal wieder, ne? Alles okay. Klar, danke sehr. Tschüss, ne? Tschüss. Zweimal hat ihn Kommissar Tegmeier im Jugendarrest abgeliefert. Mit 20 holt Robert jetzt seinen Hauptschulabschluss nach und will Maler werden. Der nächste Morgen um 6:15. Es geht wieder um einen Intensivtäter. Er soll zu der gesuchten Clique gehören, die Polizei für eine Raubserie in Billstedt verantwortlich macht. Ja, wir warten, bis du über 2 Meter durchgibst, dass wir vorziehen können, ne? Na, wir haben noch 10 Minuten, wollen wir jetzt rein? Ja, wir haben noch 10 Minuten. Aber nur, dass wir uns einmal abstimmen. Mehrere Kollegen haben das Haus schon observiert und funken durch, wann die Luft rein ist. Die Beamten der ZD66 sind auch wieder dabei. Also es ist ein relativ junger Täter, 14 Jahre alt. Und ich sag mal, er steht erst am Anfang seiner Karriere, die wir hoffentlich unterbinden können durch diesen Einsatz und durch die Ausschreibung als Intensivtäter. Wir haben jetzt einen Durchsuchungsbeschluss wegen einer Raubtat und werden in diesem Zuge auch eine sogenannte Erstansprache bei ihm durchführen. Das heißt, ihm wird deutlich gemacht, jetzt sind wir für dich zuständig und wir haben ein Auge auf dich. Gut. Warte mal eben. Wollen wir loslegen? Wir müssen. Der Fernseher läuft. Ja. Im Wohnzimmer sitzt eine Person vermutlich. Ja. Ja? Gut. Gut, wir kommen los, ne? Ihre Kollegen wollen auch beobachtet haben, dass der Junge aus dem Haus heraus Marihuana verkauft. Deshalb werden die Polizisten mit dieser Ramme die Wohnungstür aufbrechen. Würden sie freundlich klingeln und abwarten, so sagen sie, könnte der 14-Jährige gewarnt sein und die Drogen im Klo runterspülen. Die Beamten der ZD66 erklären jetzt dem 14-Jährigen die Situation. Die Zivilfahnder durchsuchen die Wohnung nach Beweismitteln. Zwischenzeitlich haben die Ermittler die Mutter bei der Arbeit angerufen. Jetzt wird der alleinerziehenden Frau erläutert, was ein Intensivtäter ist. Ja,
Der 14-Jährige muss für die Vernehmung mit zur Wache. Zeitgleich hat die Polizei 7 weitere Wohnungen durchsucht. Die Kinderzimmer mutmaßlicher Komplizen. Alle sollen zu der Gruppierung gehören, die für die Raubserie in Billstedt verantwortlich ist. Kai Tegmeier arbeitet seit 35 Jahren bei der Polizei. Immer häufiger erlebt er Jungen wie den eben, für die nicht mehr Mickey Maus der Alltag ist, sondern offenbar Marihuana. Das ist eine traurige Angelegenheit. Wir hatten erst kürzlich ihn beobachtet. Und da war er dann wie ein kleines Kind auf einer Schaukel. Das ist schon, da sieht man, dass es doch noch Kinder sind. Allerdings, wenn man die Straftaten sieht, die ja zum Teil doch recht heftig sind, also eine Raubstraftat, also in Verbindung mit Gewalt, das kann man sich dann auch immer gar nicht so vorstellen bei so einem jungen Kerl. In seinen vielen Dienstjahren hat er tausende Billstedter Haushalte gesehen und erlebt, wie Jungen und Mädchen in einem sozial schwachen Stadtteil groß werden. In vielen Fällen stehen die Eltern auch nicht dahinter, sprich unterstützen ihre Kinder auch nicht. In dem Fall, den wir heute hatten, da war es so, dass die Mutter allerdings sehr bemüht ist. Die wird sich auch darum kümmern und wird, wie sie selbst sagte, mit dem Richter sprechen wollen und eventuell auch für ihren Sohn gucken, dass er irgendwie Drogenberatung bekommt oder dass er eben halt auf Entzug geht, weil ganz offensichtlich ist er wohl seit jungen Jahren schon dabei, dass er so regelmäßig kifft. Hallo, Hamilton. Wenn man das erwartet, Mariana? Ja. Kann man reservieren. Bei der Durchsuchung einer weiteren Wohnung an diesem Morgen haben die Ermittler Marihuana in einem Kinderzimmer sichergestellt. Zwei Tütchen. Wie viel ist das etwa? Boah, 1 bis 2 Gramm. Mehr wird es nicht sein. So, dann werden wir es aber jetzt verschweißen. Verschweißt, damit selbst bei der Polizei nichts wegkommt. Im Asservatenschrank werden die Marihuana-Tütchen gesammelt, bis sie für weitere Ermittlungen an die Dienststelle für Betäubungsmittel geleitet werden. Na, haben wir schon was? Jo, haben wir noch mehr Marihuana, ne? Jo, ein bisschen. Jo, ein bisschen was zusammengekommen. Zusammenfassend kann ich sagen, dass der Einsatz bis jetzt recht erfolgreich war. Die Geschichte hat ja mit Dauer des Tages an Dynamik gewonnen. Im Ergebnis haben wir jetzt 9 oder 10 Wohnungen durchsucht. Wir konnten Raubgut sicherstellen. Täter sind weitestgehend alle geständig. Absatzwege konnten wir ermitteln. Der Haupttäter wird dem Amtsgericht Hamburg überstellt. Ich denke, der geht auch in Haft. Und ich bin optimistisch, dass wir in der Gänze ca. 20 Raubtaten aufklären werden. Schreibt ihr noch mehr aus als Intensivtäter? Ja, oder? Wir haben den Einsatz auch zum Anlass genommen, Ernstansprachen durchzuführen bei 2, 3 Personen, die wir als Intensivtäter jetzt neu aufgenommen haben. Und 2, 3 werden noch folgen. Plus, da sind wir auch auf euch angewiesen, dass da mehr Informationen kommen. Der nächste Einsatz. Ein Anwohner hat seltsame Personen gemeldet, möglicherweise Dealer, auf einem Kinderspielplatz. Wir sind eins. ARD.